So, jetzt gucken wir mal gerade. Okay, wir wollen, also mein Plan für heute ist es nach Möglichkeit, gegebenenfalls es so weit hinzukriegen, dass wir hier die Stadt einrichten können, dass wir neu, zumindest den Plan setzen können, wie die mal aussehen soll. Hätte ich jetzt irgendwie Bock drauf. Sind wir, so weit sind wir hier unten eigentlich? Oh. Ich bin interessiert. Das schaut doch jetzt schon ganz wunderbar aus. Ey, Castdown! Punkt, endlich schaffe ich es mal wieder live zum Stream. Auf geht die Biberparty, Zwergkrug. Ey, die Biberparty läuft ja voll im Gange. Dankeschön für den Resub im 19. Monat. Ganz, ganz lieben Dank dir. Vielen Dank für den lieben Support. So, wir sprengen jetzt hier trotzdem weiter. Let's go. Sehr, sehr gut. Das freut mich. Das freut mich sehr. Das bedeutet, wir machen jetzt noch hier drüben ein bisschen runter. Wir haben auch wieder kaum Sprengstoff übrig, ne? Unangenehm. Kommen die da hin? Nee, ne? Unangenehm. Da kommen sie jetzt hin. Wunderschön. Sei, diese Wege sind nicht einfach so da drin, sondern die mache ich aus gutem Grund hier rein. Damit die überall hinkommen, wo sie hin sollen. Damit wir das auch auf einen Schlag wegsprengen können. Wie gesagt, und diese Baustelle, die werden wir auch noch bei Zeiten dahin sprengen. Das ist jetzt die große Mega-Baustelle für den nächsten Sprengabschnitt. Das ist die 6er Höhe, hat man gesagt. Und wir haben hier eine 1, 2, 3, 4, 5er Höhe. Das heißt, wir müssen unter den Untergrund nochmal quasi um 1 tiefer weiter runter. Dann erreichen wir die maximale Tiefe, die ganze Geschichte hier kann. Ja, nice. So, Biber sind schon am Start. Wir produzieren weiter Robo-Biber. Im Übrigen auch da schon wieder Robo-Biber frei. Okay. Dann lassen wir die Robo-Biber-Spiele beginnen. Und zwar, wir beginnen damit, die nächste Geschichte hier zu machen. Das nächste Baubüro auf Robo-Biber umzustellen. Erzeugt natürlich noch mehr freie Biber, die wir nutzend irgendwie reinbekommen. Dann stellen wir hier auch nochmal auf Robo-Biber um. Dann erhöht sich unsere Zahl an verfügbaren Robo-Bibers immer weiter. Die haben jetzt 4 offene Jobs, okay. Und 28 Biber, die nichts zu tun haben. Das bedeutet, wir senken jetzt mal die, grundsätzlich mal die Brut um einen weiteren Tank. Nicht so viel Sprengstoff, sonst sagt der Rechner nein. Ja, vielleicht. Vielleicht wird das passieren. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Let's do it. Hier oben sprengen wir natürlich auch wieder weiter raus, ne? Damit wir hier unsere Gerade reinbekommen, unsere gerade Linie. Und hier gehen wir dann selbst für Freilicht auch nochmal nach oben. Und auch hier legen wir den Sprengstoff aus, wie sich das so gehört. Das machen wir aber nur bis hierhin. So. Und da können die Bäumchen dann noch weg. Die zwei hier, die müssen weg, damit wir das sauber hinbekommen. Genau. Das wird ein schöner Tank, wenn ich fertig bin. Oh, ich sag's dir, wie es ist, ne? So, hier können wir, hier gehen wir weiter. Wir machen das, wir haben das hier schon angefangen. Das machen wir weiter. Und zwar, wir werden hier nach vorne gehen. Reißen da das ganze Gebüsch raus. Da
wäre hier noch irgendwas im Weg, ja, ne? Wir machen das auch wieder hier bis ungefähr auf diese Höhe. So, machen wir hier schon mal startklar, damit wir da einen schönen geraden Tank reinsprengen können. Wieso sprengst du beim Fluss, damit da mehr Platz ist? Damit wir mehr Wasser drin haben, weil unsere Pumpen aufgehört haben, Wasser zu pumpen. Und noch 5 Tage hier quasi kein Wasser mehr nachkommt. Das hat jetzt dazu geführt, dass hier die Fluthöhe schon um über einen Block abgefallen ist. Also dieser Block sollte normalerweise bis zur Kante geflutet sein. Ist er aber nicht, weil unsere Pumpen nichts mehr haben. Wir brauchen mehr Volumen hier drin. Und das ist das Ding. Da. Hier wird ordentlich Sprengstoff reingelegt. Wir produzieren auch wieder ein bisschen, aber wir haben generell wenig. Ne? Wir haben generell ein bisschen wenig. So, was wir aber haben, ist diese Baustelle hier. Da kommen die nicht mehr hin. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen gucken, dass wir nochmal hochkommen. So, das ist natürlich jetzt unglücklich. Papa Zocker! Punkt Volljährigkeit erreicht, Zwergteil. Mega gut und vielen lieben Dank für den 18. Monat im Resub. Vielen, vielen lieben Dank dir. Das ist sau, sau lieb von dir. Dankeschön. Erdbohrer waren hier oben das Thema. Im Übrigen auch hier der Wasserstand um einen Block abgesunken. Hier eben dann auch über einen Block schon. Das dauert eine ganze Weile, bis sich das wieder auffüllt. Bis hier Wasser von der Seite kommt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Es wird ordentlich. Es wird ordentlich in dem Biberstaat. Aber wir arbeiten uns ja weiter vor. Ne? Also das kommt schon hin. So. Hier sind die Pflanzen schon ein bisschen vertrocknet, weil auch da der Stand um einen Block abgesunken ist. Das wird natürlich eine Weile dauern. Die Mangroven stehen frei, die könnten, die halten 2 Wochen ohne Wasser locker mal aus. Die Eichen sind auch ziemlich robust. Also, da habe ich jetzt wenig Bauchschmerzen. Ne? Das dauert jetzt nochmal so 5-6 Tage, bis hier der Bunker voll ist und bis dann wieder Wasser in großen Mengen nachkommt. Ja. Wolltest du die Schleuse vom großen Tank nicht um 0,5 anheben? Ja, wollte ich. Aber erst, wenn das System einmal komplett durchläuft. Jetzt ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen Standby, weil wir jetzt wieder warten müssen, bis der eine Block. Das wird schon noch zu einer kleinen Flut kommen, aber das warte ich jetzt nochmal ein Schlückchen ab. Nur ein bisschen. Ein neuer Zwerg ist in. Dankeschön, Markus! Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an DL19921205. Vielen lieben Dank und DL im ersten Monat. Danke, danke an Markus, der Franke. Vielen lieben Dank, gerne mit einem Ausrufezeichen Hype. Bisschen die Liebe teilen. Ne? Also die unbändige Liebe. Das wäre wunderschön. Ein Zwerg. Und Speldi will's wissen. Punkt 27 Monate beste Unterhaltung, danke Zwerg. Ey, bitte, Speldi, vielen lieben Dank auch für 27. Das ist sau lieb. Ihr seid doch heute schon wieder auf Kuschelkurs alle. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wir haben 38 arbeitslose Biber. Was machen wir jetzt mit denen? Vorher hatten wir keine, jetzt haben wir zu viele. Es ist manchmal auch echt Hydrofarmen wollten wir ja machen. Das wollten wir hier reinbauen, ne? Neuer Monat, neues Glück. Das ist ganz lieb von euch. Hype Train! So. Erniedrigen! Was werde ich erniedrigen? Wieso denn nur? So. Ah, hier, guck mal. Hier so ein bisschen. So leicht fängt das hier schon an. Das könnte man tatsächlich dann nochmal ein bisschen nach vorne ziehen. Die Aubergine. Nee, Quatsch, das ist hier keine Aubergine, das ist ja Soja. Sojabohne. Haben die nämlich hier ein bisschen was zu tun? Na, wenn hier ab und zu mal Sojabohnen geerntet, dann haben wir aber auch mal ein paar mehr als nur eine. Und
gibt's mal endlich frische Sojabohne? Ja, wir könnten natürlich die Sprengproduktion ein bisschen steigern. Wobei das ja eher nicht eine Frage der Biber ist, sondern der Energie. Aber ich glaube, wir könnten... Wie viel Papier haben wir denn aktuell? Das geht schon mal. Lass mal nochmal zwei Sprengwerke und ein Papierwerk andrehen. Das müsste reichen gerade. Wir sagten, unsere Energie ist jetzt schon drüber. Ja. Ja, gut. Batterien sind voll. Was kann passieren, ne? Hier oben, das haben wir noch auf Robo-Biber umgestellt. Die sind aber gerade außen vor. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Neue Robo-Biber. Wobei jetzt die neuen Robo-Biber, die hier produziert werden, tatsächlich dann darüber kommen. Bei den Gliedmaßen schaut es ein bisschen wild aus. Die werden zu langsam produziert, ne? Ja, da fehlt es komplett noch. Ja gut, dann... Ist es, wie es ist, ne? Die bauen dann Gliedmaßen an. Wie gesagt, das wird alles auch auf Robo-Biber umgestellt, ne? Ein Biber hat keine Energie mehr, ja, aber der versucht dann eben selbstständig noch mit den letzten Resten Solarenergie, ja, durch den solarbetriebenen Biberschwanz, ja, versucht er selbstverständlich hier wieder mit den letzten bisschen Energiestrahlen hier dann sich auftanken zu können. Das ist ein guter Standort für dieses Ding im Übrigen. Das hat sich gut gelohnt. Hier drüben haben wir ja auch noch welche gebaut, ne? Sind die schon fertig? Ja, hier wird auch gerade geladen. Schön. Ja, die nehmen das gut an. Gut, wir haben 26 Robo-Biber mittlerweile. Das ist ein gutes Zeichen für unsere Biberigkeit. So, hier hinten können wir schon sprengen. Dann let's go. Ja, das Wasser wird hier ein bisschen knapp, ne? Es läuft jetzt da rein und gleicht das wieder aus. Es kann sein, dass wir dadurch natürlich jetzt auch irgendwann die Pumpen hier drüben verlieren. Wenn das alles auf der gleichen... Wobei, dann haben die immer noch diesen einen Bereich zum Nutzen. Das ist in Ordnung für mich. Dann können wir aber trotz alledem hier weiterbauen. Und zwar, wir reißen dann mal diese Ecke ab. Und sprengen die auch mal frei. Diese Ecke hier hinten ist natürlich auch unsagbar dämlich. Nee, das machen wir nicht, das ist doof. Das machen wir anders, das machen wir so dann. Wenn der Zwischenbereich nochmal weg ist. Dann reißen wir nämlich diese Seitenarme langsam aber sicher ab. Damit wir auch hier dann mit auf kurz oder lang natürlich auch diese Barrieren wegreißen können, damit erstmal alles auf einer Ebene abgeblieben ist. Die Seite hier brauchen wir noch und wir bauen das dann von hinten natürlich stückweise zurück. Damit dann eben alles easy peasy läuft. So, unser Sprengstoff sollte sich tatsächlich bessern jetzt, ne? Wir produzieren ja auch deutlich mehr. Wir können natürlich auch noch mehr einstellen, ne? Lass mal richtig Sprengenergie hier reinzünden. Gut, hier müssen wir dann bei Zeiten noch weg. Wir wollen ja da mit einer Welle hochgehen. Damit wir hier dann Erdbohrer einsetzen können. Was sagt die Batterie? Batterie sagt, geht so. Stell dir mal vor, der Zwerg baut irgendwann den Teich komplett voll mit Sprengstoff und sprengt alles mit einem Mal. Das, glaube ich, macht das Spiel nicht mit. Ich denke, dann werden wir in den Game Crash reinlaufen. Würde ich steil vermuten. Das ist meine ganz, ganz steile These.
Ah, guck mal nach. Das ist schon lange nicht mehr passiert, dass der Bereich hier leer gelaufen ist. Das haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Das ist krass. Okay, dann lass mal gucken. Hier hinten ist noch im Notwasser, also hier haben wir auch einen Notwasserbereich, wo wir nochmal Reste holen können, wenn es drauf ankommt. 3 arbeitssuchende Bibers. Also wir reden jetzt hier immer nur noch von Robo-Bibern. Ich hätte ja gerne einen Medizin-Robo-Biber, ne? Aber dazu bräuchte ich erstmal wahrscheinlich mehr Löwenzahn als das, was ich... Oder ne, wir haben sogar Löwenzähne. Wir haben nur keine Medizin tatsächlich. 17 Biber sind verletzt. Das investieren wir mal. Hier gibt es einen Robo-Biber. Wo es zum Beispiel auch super geil ist, Robo-Biber einzusetzen, ist bei den Nahrungsmittelgeschichten hier oben. Bei den Nahrungsmittelteilen wäre das auch so genial. Hier wollten wir ja auch noch rausbauen. Oder hier wäre auch gut, ne? Also generell alle von diesen Betrieben wären schon interessant. Lebt in Barake. Ja. Fette Katze, einen wunderhübschen guten Abend. Hallöchen. Und Morpheus natürlich ebenfalls. So. Kommt gleich Wasser nach. Ja, ja. In 0,3 Tage, das heißt, wir laufen jetzt schon wieder zu Höchstformen auf. Hier wird jetzt gleich aus dieser Quelle und aus der anderen hinten wird Wasser sprudeln. Lass mal gucken. Das geht auch relativ schnell bei uns. Den vorderen Speicher, selbst wenn der jetzt so mächtig aussieht und ziemlich zugebaut und so, aber der füllt sich recht schnell. Also einen Tag brauchen wir ungefähr, dann ist der voll, anderthalb vielleicht. Und aus dem Tank, so wie er jetzt ist, können wir ungefähr 10 Tage konstant Wasser ins Netzwerk abgeben. Um zumindest die Verdunstung ein bisschen zu verhindern. So, Dürre ist beendet. Das Grün kehrt zurück. Und gleich sprudelt's. Da sprudelt's. Anderson! Punkt Hio. Hi, auch dir! Vielen lieben Dank für deinen Resub im 20. Monat! Ganz, ganz, ganz lieben Dank dir. Das ist unverschämt lieb. Dankeschön. Na, jetzt, genau, jetzt füllt sich erstmal dieser Teilarm. Der nimmt hier ein bisschen den Druck weg. Das gibt hier ein bisschen mehr Wasser rein, aber das ist jetzt auch sowas, was ich erst neu füllen muss. Jetzt geht das Wasser, schießt hier jetzt eben weiter. Wird hier auf die Seite gedrückt und kommt jetzt hier im breiten Strom durch. Kriegen jetzt hier einen schönen Wasserfall. Und er füllt jetzt hier die ganze Geschichte auf. Und gleich, wenn das einmal anfängt, ja, dann fangen wir auch gleich an, Wasser hier über unsere großen Pumpen rauszuschießen. Jetzt. Das heißt, ab jetzt füllen wir zumindest ein bisschen wieder den Wasserbestand auf. Auch wenn der Tank noch gar nicht voll ist, gibt er trotzdem schon mal Wasser ans Netzwerk ab. Das ist nicht viel. Ne? Das ist okay, was das ist. Wir gucken mal, wie viel das ausmacht. Das wird ein bisschen dauern, bis das hier einen Effekt hat. Ihr seht schon, es hebt sich trotzdem leicht an. Um die Mangroven hier nämlich wieder am Leben zu halten, braucht es hier nämlich relativ schnell Wasser. Das wird natürlich mit diesen Auspumpaktionen müsste das natürlich trotzdem ein Schlückchen dauern. Wie lange war die Dürre? Das waren jetzt so angenehme 28 Tage. So, jetzt kommt es gleich hier, müsste es gleich über die Ufer treten und die Mangroven wieder leicht bewässern. Mal schauen. Lücke, moin, grüß dich, hallöchen. Na komm, jetzt aber. Er will's doch. Jetzt sprudel halt drüber.
Mangroven brauchen eine 1er Tiefe, Spelti. Die gehen auf 2er Tiefe nicht. Jetzt sprudelt's. So, hier sieht man das Wasser, wie es durchläuft. Es kommt dann auf der Seite irgendwann raus. Genau. Und flutet hier so ganz gemach diesen ganzen Bereich, bis es dann wieder eben hier hinterfließt. Das ist gut. Und damit werden auch unsere ganzen Bärensträucher tatsächlich... Die leben sogar noch. Okay, das ist wild. Das ist ja verrückt. Die leben fast alle noch. Das ist ja echt gut, ne? Kriegen wir unsere Bärchens noch. Ach. So, wir fluten eben weiter. Auch wenn die Hauptfluttore noch gar nicht mal offen sind, ne? Also unsere Hauptfluttore liegen genau unter den Pumpen. Hier sind unsere Dämme, wo eigentlich das Wasser im breiten Strom rauskommt, wenn der Tank einmal gefüllt ist. Der Trick ist halt jetzt, wir füllen den Tank zum einen und geben aber schon Wasser ans System ab, wenn auch noch nicht schnell. Das reicht aber schon, um ein bisschen Ausgleich zu schaffen, ne? Also wir haben jetzt den Block schon ein bisschen gefüllt. Da fehlt jetzt noch eine Blockhöhe natürlich. Das ist ein Haufen Holz, was da noch fehlt, ne? Aber ja, okay. Da bin ich noch nicht mal mit dem Video die von gestern fertig und schon geht es weiter. Lücke, das ist doch gar kein Problem. Das ist doch gar kein Problem. Wir sind doch unter uns, ne? Aber schön, dass die VODs so gut ankommen. Ich freue mich da immer drüber, wenn ihr VODs schaut. Das macht mich glücklich. Genauso wie auch die ganzen Folgen natürlich mit einem harten Zeitversatz auch auf YouTube kommen. So. Zwei Tage zum Initialauffüllen ist schon kritisch. Ja, das ist okay, ne? Das wird natürlich länger dauern, je mehr wir hier wegspringen. Dann wird das noch viel länger dauern. Deswegen die Idee mit dem reversen System, dass wir sagen, alles kann von der einen, aber auch von der anderen Seite befeuert werden. Dass wenn das Wasser hier, das sind wir ehrlich, das muss jetzt auch erstmal hier den großen Bottich wieder füllen, ne? Und erst wenn das hier fertig ist, wird da überhaupt mal reingefüllt. Gut, das geht dann schnell, ne? Also das kann schon sein. Müssen wir mal gucken, müssen wir einen Blick behalten. Hier ist auf jeden Fall Zeit für noch ein bisschen mehr Wasser in dem System. Jetzt kommt auf jeden Fall richtig Strom raus. Das ist sehr gut. Jetzt pumpen nicht nur die Pumpen, klar, sondern wir haben auch noch die Überläufe am Start. Und die pumpen jetzt hier Wasser und füllen auch das gesamte System nochmal mit deutlich mehr Schmackes auf. Man sieht das, wie das hier fließt. Ja, und er füllt jetzt natürlich den hinteren Notspeicher und die ganzen Versorgungsfelder und so weiter, füllt er natürlich erstmal hoch. Das dauert auch schon seine Zeit, bis dieses System insgesamt einmal durchgefeuert ist. Vor allem, wenn das jetzt nach fast 30 Tagen einmal auf dem niedrigen Stand ist, ist es okay. Bei 18 Tagen hätte man das locker flockig weggesteckt und hätte man gar nicht gemerkt, ne? Man sieht das jetzt auf der Seite, da dauert es nämlich jetzt auch noch ein bisschen, bis das Wasser überhaupt so weit hochkommt, dass es im Netzwerk überhaupt ankommt. Na, da muss alles erstmal aufgefüllt werden. So, dann geben wir hier mal wieder ein bisschen Sprengstoff rein. Da ist aber jetzt schon mehr als genug Druck drauf. Das sieht man gerade an den Drainagen schön. In 3 Tagen gibt es jetzt die nächste Dürre. So, hier füllen wir jetzt Wasser in unser Vorsystem wieder rein. Das ist auch ziemlich runter gerade, ehrlicherweise. Währenddessen ist in dem anderen System hier vorne noch gar nichts angekommen. Aber Hauptsache, die Pumpen hier bekommen jetzt mal ein bisschen Schmackes, ne? Das ist schon wichtig.
Na, jetzt kam die Welle wieder zurück. Jetzt füllt er nämlich ganz krass hier auf. Das ist in jedem Fall wichtig, dass das jetzt anläuft. So, wie schaut es hier hinten aus? Hier hinten sind wir leer gepumpt. Jetzt das System einmal komplett leer. Kommen wir hier schon langsam ran? Boah, nee, da fehlt noch ein Viertel ungefähr an Flüssig, also an Höhe. Das hat schon ziemlich das System leer gemacht, was wir hier, was wir ertragen durften durch die lange Dürrezeit. So, hier kommt gerade nichts an. Das heißt, das System läuft immer noch hier hinten voll. Ja, es kommt immer noch eine leichte Strömung hier rein. Also gar nicht so ohne, ne? Also hier muss noch ordentlich Wasser eben im System auffüllen, bevor hier überhaupt irgendwas passiert. Also wir kriegen das System zumindest geflutet. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Es wird allerdings, also das System wird voll werden bis zum Ende dieser Regenzeit. Aber die Frage ist, was dann? Jetzt müsste hier eigentlich demnächst das Wasser kommen und das kommt aber noch lange nicht, weil ihr seht schon, das flutet alles noch diesen Bereich in der Mitte auf. Jetzt geht es hier langsam drüber, das heißt, ja, mal gucken. Jeder Tropfen Wasser, der jetzt hier reinfließt, ist ein guter Tropfen. Ein edler Tropfen quasi. 22.000 Wasser heißt bei uns aktuell circa 22 Tage ohne einen Tropfen Wasser aus den Tanks zu leben. Das ist natürlich ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, aber es funktioniert technisch oder zumindest theoretisch irgendwie ein bisschen. Jetzt kommt langsam. Ja, wir kriegen den Druck noch nicht her. Der ist noch nicht ganz stabil gewesen. So, jetzt kommt das Wasser und füllt den Haupttank. Das ist sehr gut. Das geht natürlich immer an den niedrigsten Punkt zuerst. Dann laufen hier die Seitenpumpen alle wieder an. Das ist wichtig, weil 1,7 Tage Rest. Hauptsache, das System läuft. Hinten, wie schaut es da aus? Kommt hier schon Wasser? Immer noch nicht. Oh, ich hätte eigentlich gehofft, dass das System jetzt hier relativ schnell reagiert noch. Also ein bisschen schneller wenigstens. Deswegen kann ich die auch noch nicht um 0,5 nach oben setzen. Wir haben keine Notwasserung aus dem hinteren Bereich. Jetzt kommt erst Wasser. Das dauert, wie gesagt, dann am Anfang immer so ein kleines bisschen, bis das Fahrt aufnimmt. Und dann steigt auch immer mehr der Druck an. Und man merkt das, wie sich das immer mehr beschleunigt, weil dann die Welle kommt, so ein bisschen von hinten nach. Um das auszugleichen. Das geht schon relativ schnell mit dem Auffüllen hier. Müsste hier gleich über die Ufer treten, tut's auch. Dann haben wir jetzt genau einen Block zum Auffüllen. Das sollte kein Ding sein eigentlich. Wir haben das beim letzten Mal gesehen, dass diese zwei engen Talrinnen relativ schnell diesen eine Blockhöhe füllen können. Aber ob in 1,2 Tagen, 1,1 Tag das auch sein wird, keine Ahnung. Also einen halben Block haben wir jetzt gefüllt gerade. Es steigt zumindest immer weiter an. Jetzt noch ungefähr ein Viertelblock, ein Tag bis zur nächsten Dürre. Ich hätte gerne von hier wenigstens ein bisschen Wasser.